Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian Emergit und ich freue mich wirklich, euch heute zu erzählen, dass das ein weiteres Geschenk der Roadstars für euch ist. Wir möchten euch einfach ein bisschen zeigen, wie kann gekocht werden, wenn ihr direkt mal auf dem Autohof gefahren seid und einfach Hunger habt und ein bisschen Abwechslung braucht. Und wenn bei Mercedes eure Trucks die Renner sind, dann sind es im Kochen der Markus der absolute Semmer. Herzlich willkommen, Markus. Servus Sebastian, ich verbringe wahnsinnig viel Zeit draußen, auch schlaf oft in meinem Fahrzeug und kenne da einfach so die Hindernisse, an die man immer wieder stößt. Heute fangen wir mit einer Shashuka an. Und damit ich auch weiß, was eine Shashuka ist und wie die überhaupt schmeckt, werde ich mich jetzt Markus einfach anschließen und ihr kommt einfach mit. Die Shashuka ist das perfekte Trucker-Rezept und das ist drin. Eier, Paprika, Zwiebel, Knoblauch, Tomaten, Olivenöl, Tomatenmark, Salz, Pfeffer und Gewürze. Wir bereiten uns jetzt einfach mal Gemüse, Zwiebeln und so ein bisschen vor. Du bist richtiger Outdoor-Fan, richtig? Also bei mir ist das schon eine ganze Weile so, dass ich halt sehr, sehr viel draußen in der Natur unterwegs bin, auch koche. Und so kam das Ganze auch mit meinen Büchern zustande. Ich bin ja eigentlich ursprünglich auch aus der Spitzengastronomie gekommen. Und wie das halt so ist, irgendwann holt einen das halt alles ein bisschen ein, der ganze Stress und so. Und dann habe ich umgesattelt, dann ging es immer weiter mehr nach draußen. Und ja, jetzt koche ich gerne auf offenem Feuer draußen, Lagerfeuer und halt einfach oft mit den Produkten, die ich selber finde, Anbau, Ernte, Fische, Jage, was auch immer. Oder ich eben regional auch bei den Erzeugern einkaufen kann. Ah ja, okay. Aber hier, ihn darf ich trotzdem auch nochmal machen. Ne? So ein bisschen den Wippe-Woge-Schnitt. Du darfst machen, was du willst. Okay. Also, Kochen ist auch immer Freestyle. Ja? Kochen ist Improvisieren. Man hat auch nicht immer alles da. Man muss auch nicht Lauchzwiebeln haben, wenn ihr ein Stück Lauch habt. Oder nur Zwiebeln, völlig egal. Also einfach, was gerade da ist. Wir machen halt so ein bisschen das Originalrezept. Und ihr macht einfach, was euch gerade lustig ist. Wichtig ist in diesen kleinen, dünnen Pfännchen, wir machen die nicht wie zu Hause in eine dicke Pfanne erstmal heiß, sondern wir geben erstmal was rein und machen dann volle Molle. Jetzt wird das erste Mal Gas gegeben, was ja Sinn macht. So, ich gebe hier schon mal ein bisschen Salz drüber dann. Und das lassen wir jetzt einfach mal ein paar Minuten anbraten und ich richte mir dabei die anderen Sachen her. Jetzt haben wir hier dieses Ras El Hanout. Das ist auch so aus dem nordafrikanischen Raum eine Gewürzmischung. Ras El Hanout? Ja, der Meister des Ladens. Das gebe ich jetzt hier auch dazu. Wie viel kommt da rein? Ja, so Schüsselmengen, einfach so ein Teelöffelchen oder so. Und meine Zwiebeln gebe ich auch dazu. So, jetzt als nächstes kommen dann die Tomaten. Es macht richtig Bock, Markus, muss ich schon sagen. Ja, ich finde, du schlägst dich auch optimal. Du bist jetzt gar nicht hinten dran oder so. Also man sieht schon, eigentlich ist es, wenn man es ein bisschen vorbereitet, auch ein ganz schnelles Gericht. Also so in 10 Minuten, sage ich mal, bist du mit allem ganz gut durch. Sieht auch einfach geil aus. Es riecht doch mega. Pass auf, jetzt gebe ich ein bisschen Tomatenmark zu. Jetzt was haben wir jetzt für einen Warenwert, Markus? Ah, ich würde sagen, wirklich so 5, 6 Euro Maximum, wenn du alles in wirklich Top-Bio-Qualität, auch die Eier. Bei den Eiern ist eins wichtig. Also wir drehen jetzt hier mal die Hitze ein bisschen runter. Das sind jetzt rohe Eier, ne? Das sind natürlich rohe Eier. Ja. So, und glückliche Eier.
Du kannst dir jetzt hier so ein bisschen vorbereiten, wo du die dann reinhaben willst. Einfach so ein, ich würde jetzt tatsächlich 4 nehmen. Du hast jetzt komplett runtergestellt? Fast. Ganz klein. Die vorsichtig aufschlagen und mal hier reinsetzen. So. So, und jetzt kannst du hier so ein bisschen vorsichtig, Sebastian, das Eiweiß mit in die Soße quirlen, ohne dabei das Gelb zu beschädigen, den Dotter zu beschädigen. Man hat ja nicht immer alles perfekt im Fahrzeug dabei. Die Pfanne hat jetzt keinen Deckel, kein Thema. Ich nehme hier einfach den Teller und setze den Teller jetzt als Deckel hier auf. 5 Minuten muss das Ganze jetzt ziehen, nicht zu viel aufreißen, also Halbgas fahren höchstens. Und nach 5 Minuten Deckel weg, bisschen Schnittlauch drüber, schönes Fladenbrot oder Baguette. Und dann kann es losgehen mit unserem Essen. Was ist denn das Ding, was dich so anmacht, viel in der freien Natur zu sein? Also du bist ja Camper, du bist ja wirklich viel draußen. Was macht das mit dir und wann machst du das? Ich mache es inzwischen natürlich auch beruflich. Aber bei mir kam es halt, ich war lang in der Spitzengastronomie. Ich meine, du kennst ja auch ein paar Köche. Das ist Neonlicht, Stress, gekachelte Räume, Enge, Druck, Hitze. Und ich meine, schau, uns geht's ja schon so. Also wir stehen jetzt hier vor dem Fahrzeug, haben die Berge im Hintergrund, haben freien Himmel. Und es ist einfach ein anderes Lebensgefühl. Das ist einfach ein freieres Kochen, es ist einfach entspannter. Und wenn du jetzt ganz, also nicht direkt an der Autobahn, ganz draußen bist in der Natur, da hast du irgendwie den Wind, die Vögel, hast den Duft irgendwie von Kräutern oder Blumen. Und das ist halt super inspirierend. Und oft wachsen Zutaten am Wegesrand, also irgendwie wilde Stimmt, Kräuter das, oder weil so. Das wäre nämlich genau meine Frage gewesen. Das muss es doch dann auch nochmal richtig ausmachen, dass du eigentlich dir auch von der Natur nimmst, was sie dir gibt. Genau, ich halte immer die Augen offen, wenn ich unterwegs bin, was man so, Beeren, Früchte oder so, was man so findet. Das finde ich mega spannend einfach. Einer der Dotter ist noch nicht ganz so weit. Ah! So, also wir sind ja hier bei Mercedes und dann kann ich ja auch mal die sprichwörtliche Sterneküche hier von mir vorzeigen. Und ihr kriegt das auch hin natürlich. Kein Thema, das ist wirklich, wie ihr seht, ein super simples Rezept. Ich wünsche euch viel Spaß beim Kochen, guten Hunger und wir legen jetzt mal los mit dem Essen. Alles klar, los geht's. Gudi. Guten Appetit. Herrlich. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.